Die Insta360 One RS, die neue modulare Action-Kamera mit 360-Grad-Funktion, 4K-Modul, 1-Zoll-Sensor, allem, was das Herz begehrt. Hallo und willkommen bei drohnen.de. In dieser Folge möchte ich euch die brandneue Insta360 One RS vorstellen. Ein ähnliches Produkt hatten wir hier schon mal und in der Tat ist das auch der direkte Nachfolger davon. Es gab nämlich schon die Insta360 One R und beide Produkte sind hier quasi eine Produktfamilie. Hier gibt es jetzt nochmal diverse Verbesserungen in diesem Produkt hier. Prinzipiell geht es aber bei dieser Produktreihe immer darum, dass es eine Action-Cam prinzipiell erstmal ist, aber die ist modular mit einzelnen Funktionsmodulen und man hat dann ein sehr breites und spannendes Funktionsspektrum, was man sich interaktiv sozusagen zusammenstöpseln kann und auch zusätzliche weitere Module noch kaufen kann. Der lustige Hintergrund ist hier so ein bisschen, ich hatte eigentlich erst gar nicht groß Lust, euch ein Video hier drüber zu drehen, denn so ein YouTube-Video zu erstellen, das ist ja doch immer schon ziemlich viel Aufwand. Man muss sehr viele Testaufnahmen machen, die einen oder anderen werden dann nichts, man ist lange draußen unterwegs, man muss das Ganze danach dann noch zusammenschneiden und. Und ich habe gedacht, naja gut, das ist jetzt nur ein überarbeitetes Produkt, ist das den Aufwand überhaupt wert? Und dann ist aber was ganz Lustiges passiert, was interessanterweise mir fast jedes Mal passiert, wenn ich mit den Insta360 Produkten unterwegs bin. Ich hatte auch noch unsere Kleine mit dabei, die hatte auch nicht viel Lust am Anfang. Und wir sind gerade zurückgekommen und unterm Strich waren wir, glaube ich, 3-3,5 Stunden im Wald unterwegs und ich musste sie fast zwingen, überhaupt wieder mit nach Hause zu kommen, denn wir hatten einen Heidenspaß. Und das lag nicht nur am guten Wetter, sondern auch an den Produkten und zwar daran, dass diese Funktionsvielfalt, diese gute Video-Action-Aufnahmen machen, aber auch die 360-Grad-Geschichte in Kombination mit der Insta360-App, die euch ermöglicht, das halt direkt on the fly quasi im Wald zusammenzuschneiden und auch diese ganzen extrem vielen coolen Zusatzfunktionen noch hat, wie zum Beispiel Bullet Time oder was es noch alles gibt, das schauen wir uns nachher mal im Detail an. Also wirklich richtig krass gute Funktionen, die es ermöglichen, auch kurze Clips zusammenzuschneiden, die man sich sofort anschauen kann und dann bei Insta oder bei Facebook direkt hochzuladen. Das macht einfach Heidenspaß, auch mit der ganzen Familie zusammen, also ideal für irgendwelche Fahrradtouren, für Urlaub und unterwegs. Und ich war echt wieder baff, wie mich das Ganze doch geflasht hat, obwohl es für mich noch nicht mal ganz neu ist, aber es einfach jedes Mal wieder enorm Spaß macht und das schauen wir uns jetzt hier im Detail mal zusammen an. Wie gesagt, geht es bei dem Produkt nach wie vor eben darum, eine Action-Kamera zu haben, die aber ein sehr großes Funktionsspektrum beinhaltet und die eben modular ist. Prinzipiell hat man Funktionsmodule, die man sich in Kombination kaufen kann oder einzeln kaufen kann oder auch später nachkaufen kann. Das, was ich hier beispielsweise habe von der neuen Version, das ist die Insta360 One RS Twin Edition. Das ist eine spezielle Kombo, da sind eben zwei der möglichen Funktionsmodule hier schon direkt mit drin, nämlich das 4K-Modul. Hier jetzt neu als 4K-Boost-Modul, da kommen wir nachher nochmal im Detail drauf, was die neuen Funktionen sind. Und zusätzlich noch die 360-Grad-Funktion, nämlich mit einem Modul mit zwei sphärischen 360-Grad-Kameras. Prinzipiell sieht das Ganze immer so aus, dass man das Ganze hier einfach modular zusammenstecken kann. Das Ganze basiert ansonsten noch auf einem kleinen Akkumodul, das ist immer mit dabei. Da gibt es auch verschiedene dickere, größere Akkus oder auch Akkus, die direkt noch eine Halteklammer mit dran haben, aber das ist, sage ich mal, der Standard-Akku. Dann basiert das Ganze noch auf dem sogenannten Core, also dem Kern. Da ist die ganze Prozessorleistung mit drin. Da sind die IMUs und so weiter mit drin, da ist auch die Speicherkarte wird hier mit reingesteckt und hier ist eben das Display mit drin, in dem ihr auch das Live-Bild seht. Und das Coole ist eben, durch dieses Zusammenstecken könnt ihr das in verschiedenen Varianten zusammenstecken, nämlich einmal zum Beispiel, dass das Display in dieselbe Richtung schaut wie die Kamera. Das ist ideal für Selfie-Aufnahmen oder Selfie-Videos. Und ihr könnt das Ganze auch andersrum zusammenstecken, nämlich wenn ihr von euch wegwärts filmen wollt oder Fotos machen wollt und dann unten das Akkumodul wieder dran geklipst oder wie ich es euch jetzt hier gerade zeige, das 4K-Modul einfach abgebaut und stattdessen
das 360-Grad-Modul dran geklipst und dann habt ihr eine perfekte 360-Grad-Kamera. Ihr müsst nur den Akku wieder dementsprechend befestigen und könnt sofort loslegen. Zusätzlich zu den beiden genannten Modulen gibt es dann noch den 1-Zoll-Mod. Das ist auch nochmal so ein Würfel, nur mit einer 1-Zoll-Kamera. Also einfach nochmal einen nicht ganz so breiten Blickwinkel wie hier die 4K-Weitwinkelkamera. Und dafür eben einen 1-Zoll-Sensor. Den gab es auch bei der alten Version dementsprechend schon. Interessant ist auch, die ganzen Module von der alten Version und der neuen Version, solltet ihr da zum Beispiel upgraden wollen hier auf die neuen Versionen, da ist auch fast alles kompatibel. Das heißt, man kann die alten Akkus noch weiter verwenden. Die neuen Akkus haben mehr Kapazität, also um die 21% mehr Leistung. Man kann auch die einzelnen Kameramodule untereinander mit dem alten oder mit dem neuen Core, je nachdem welche Kombination ihr machen wollt, das zusammenstöpseln, und auch das meiste des Zubehörs ist in die eine Richtung und auch in die andere Richtung weiterhin kompatibel. Die Produkte könnt ihr übrigens wie immer am besten und am einfachsten zum Beispiel im Insta360-Store direkt online bestellen. Da gibt es auch oft nochmal Kombo-Pakete, so wie ihr sie hier seht, mit speziellen Aktionen, wo ihr das ein oder andere Zubehör dann eben vielleicht nochmal kostenlos mit dazu bekommt oder eben als Kombo das Ganze nochmal günstiger bekommt. Wo ihr das Ganze findet, das verlinke ich euch wie immer hier unten in der YouTube-Beschreibung. Da der Link, wo ihr das Ganze einfach und am kostengünstigsten bestellen könnt. Bevor wir gleich auf die ganzen Spezialfunktionen der einzelnen Module kommen und uns da auch viele Aufnahmen nochmal anschauen, noch ein paar allgemeine Fakten. Das Ganze ist so, wie es hier schon ist, ohne ein zusätzliches Gehäuse, schon wasserdicht bis 5 Meter, so wie ihr es hier modular zusammensteckt. Es gibt dann auch nochmal spezielle Unterwassergehäuse, die das Ganze bis 50 oder 60 Meter wasserdicht machen, aber ihr könnt das Ganze eben, wie gesagt, auch so schon mit ins Wasser nehmen. Ihr habt zum Beispiel standardmäßig hier so einen Rahmen mit dabei, da könnt ihr das Ganze mit reinpacken. Das ist jetzt die neue Version des Rahmens. Das ist auch nochmal eine der Verbesserungen, und zwar ist da hier so eine Art Quick Release hier mit dabei. Das heißt, ihr könnt das Modul seitlich jederzeit schnell hier reinstecken und das Ganze dann verriegeln, ohne das Ganze abschrauben zu müssen oder aufklappen zu müssen. Also das einfach nochmal viel angenehmer. Außerdem ist hier nochmal ein spezieller Windschutz für die Mikrofone mit dabei und, und. Ihr habt diverse Arten von Selfie-Sticks, also hier zum Beispiel so einen Tripod oder normalen ausziehbaren Selfie-Stick, den es optional als Zubehör mit dabei gibt. Außerdem gibt es für die 360-Grad-Kamera hier auch nochmal ein ganz spezielles Cover, was diese zwei sphärischen Linsen eben perfekt abdeckt, um da einfach nochmal mehr Sicherheit zu haben. Also wirklich sehr viele Geschichten. Außerdem, wie eben angesprochen, der Ton, das Audio wurde hier in der Version nochmal entscheidend verbessert. Da ist noch ein zusätzliches Mikrofon dabei und die Audioqualität sollte nochmal entsprechend verbessert sein. Und der Kern, der hat nochmal wesentlich mehr Leistung. Das führt dazu, dass die Stabilisierung, die die Kamera hat, das nennt Insta360 ja Flow State, die wurde früher immer nur grob drüber gerechnet, und wenn man das Video gleich fertig haben wollte, dann war entweder gar keine Stabilisierung oder nur eine rudimentäre Stabilisierung mit dabei. Jetzt hier ist aber schon direkt im Video, welches ihr auf der Kamera abspeichern könnt und was sofort abgespeichert wird, die finale ultrastabile Flow-State-Stabilisierung mit dabei. Früher musstet ihr das Video dann am PC nochmal durchlaufen lassen und stabilisieren lassen. Das kann jetzt der neue Kern hier quasi on the fly machen. Das heißt, sobald ihr das Video aufgenommen habt, ist das schon sozusagen im verwendbaren Endzustand im MP4-Format und kann direkt benutzt werden und ist schon fertig stabilisiert. Hauptsächlich gibt es bei der Kamera zwei Arten, wie man sie verwenden kann. Einmal als ganz normale Actioncam. Dafür ist das 4K-Modul oder eben der 1-Zoll-Mod gedacht. Und damit kann man ganz normal Aufnahmen machen, wie ihr es hier seht, zum Beispiel am Fahrrad oder bei Action im Urlaub und wie auch immer. Ganz neu hier bei dem 4K-Boost-Modul, also bei der neuen Version. Es nimmt auch wieder in 4K 60 FPS auf. Es kann aber auch 6K Widescreen Aufnahmen machen im 2,35:1 Format. Also besonders breites Spektrum nochmal optional. Wie gesagt, das Flow State wird on the fly reingerechnet. Es gibt die Möglichkeit, 48 Megapixel Fotos zu schießen, so wie ihr es hier seht. Und ihr habt eine neue Funktion Active HDR, was speziell in Lichtverhältnissen, sage ich mal, die nicht ganz optimal sind, mit viel Gegenlicht und so weiter, sehr interessant ist. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, 2,7-fach zu zoomen, auch während das Video läuft, also im Video hineinzoomen und herauszoomen.
Für mich das beeindruckendste und das spannendste und die coolste Spielerei ist aber nach wie vor die 360-Grad-Funktion mit dem 360-Grad-Modul. Und das ist das, wo meiner Meinung nach Insta360 auch gerade besonders in Kombination mit der App und auch mit der PC-Software da absolut unschlagbar ist. Das 360-Grad-Modul hatte eine Auflösung von 5,7K, aber auf 360 Grad verteilt. Das Besondere daran ist, und was man verstehen muss, es ist nicht nur dafür gedacht oder nicht dafür gedacht, dieses 360-Grad interaktive Video so zu belassen, sondern das eigentlich Coole dabei ist die sogenannte Reframing-Funktion. Das heißt, Ziel ist es, nachher ein ganz normales statisches Video zu haben, ohne 360 Grad, aber ihr benutzt die 360 Grad, um einfach während der Aufnahmen immer alles aufzunehmen, also alles in Konserve sozusagen zu haben. Und nachträglich entscheidet ihr in der App oder am PC, in welche Blickrichtung man gucken will und kann sich dann noch frei bewegen, frei entscheiden, wo man hingucken will, in welchen Zoomwinkel man schauen will, welche Funktionen man drauflegen will. Und das ist das sogenannte Reframing, was in der App möglich ist. Und da gibt es so viele, so coole Zusatzfunktionen. Und da hat sich auch nochmal jetzt in der neuen Version so viel getan. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ihr könnt zum Beispiel in der App euch manuell bewegen. Das ganze Neue ist dabei auch diese Snap- oder Snap-In-Funktion, wie es auch immer heißt. Das heißt, bei dem Anschauen könnt ihr quasi in der App in der 360-Grad-Funktion den Aufnahmeknopf drücken. Dabei wird das Video quasi abgespeichert, und zwar dieser Blickwinkel, in dem ihr gerade schaut. Und ihr könnt dann einfach das Handy bewegen und damit legt ihr die Kamerarichtung fest, die nachher in dem finalen Export quasi auch angezeigt werden soll, und könnt an der Seite noch rein und raus zoomen und damit dann ganz weiche Kameraschwenks nachträglich machen. Das müsst ihr ja, wie gesagt, nicht machen, während ihr das Video aufnehmt. Also man muss wirklich umdenken. Die Videoaufnahme ist super einfach zu machen, denn man läuft einfach nur überall rum und nimmt alles in alle Richtungen gleichzeitig mit auf. Und zu Hause nachher auf dem Sofa könnt ihr entscheiden, in welche Richtung ihr eigentlich überhaupt gucken wollt für den Film, den ihr dann exportiert. Könnt reinzoomen, rauszoomen, wie gesagt. Und das Ganze einmal interaktiv mit dem Handy machen, sodass ihr weiche Schwenks bekommt, wie ihr es hier gerade in der Demo seht. Und ihr könnt aber auch zum Beispiel Objekte automatisch tracken lassen. Wenn ihr jetzt wisst, ihr habt da noch eine Person mit im Bild, die ganze Zeit auch im Bild bleiben soll, dann zieht ihr um diese Person einfach einen Rahmen in der App und dann behält die App sie automatisch im Blick und schwenkt von diesen 360 Grad, die ihr zur Verfügung habt, immer genau dahin, wo sich diese Person oder wie ihr es hier seht, auch das Objekt beispielsweise befindet, und macht dann ganz weiche Kameraschwenks. Wenn ihr das Ganze dann exportiert, dann habt ihr quasi einen Film, der wahnsinnig dynamisch aussieht, als wäre da ein mega professioneller Kameramann unterwegs gewesen, der genau nur das im Blick behalten hat, was für euch wichtig war, obwohl ihr eigentlich gar nichts gemacht habt und einfach nur alles aufgenommen habt und nachträglich die interessanten Sachen rausgesucht habt, die für euch wichtig sind. Außerdem noch die sehr coole Nebenbei-Funktion sozusagen von der 360-Grad-Version, dass ihr das Ganze am Selfie-Stick befestigen könnt und der Selfie-Stick dann komplett rausradiert wird. Das heißt, es sieht aus, als ob die Kamera dann eben am Ende des Selfie-Sticks, aber ohne den Selfie-Stick, quasi über euch schwebt oder fliegt. Also es kommt schon Drohnenaufnahmen extrem klar, extrem nah. Und ihr könnt da noch ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten realisieren, wie ihr es hier zum Beispiel auch seht mit Auto- und Fahraufnahmen, indem ich den Selfie-Stick einfach nur zum Fenster raushalte und es aussieht, als ob eine Drohne in engem Abstand direkt über mir fliegen würde. Ihr könnt das Ganze dann auch seitlich nach unten halten und extremst coole Aufnahmen machen. Und der Selfie-Stick selber ist im Video danach gar nicht zu sehen und wird automatisch sozusagen sofort rausradiert. Außerdem gibt es noch Spezialfunktionen, zum Beispiel wenn ihr mit dem Motorrad unterwegs seid oder auch für verschiedene andere Sachen denkbar, nämlich ein automatisches Leveling, also Horizon Leveling, sodass der Horizont immer gerade gehalten wird, auch wenn ihr die Kamera in die Kurve neigt oder wenn ihr euch mit dem Motorrad in die Kurve legt, dann trotzdem das Bild immer gerade bleibt. Und ihr könnt in der App auch festlegen, ob die Kamera Drehung quasi der Nullpunkt sein soll, also sprich die Perspektive sich mit der Kamera neigen soll, oder ob die Blickrichtung, die ihr einmal fest eingestellt habt quasi in der App und die ihr auch justieren könnt, ob das quasi der Referenzpunkt sein soll. Wie vorhin schon angedeutet, könnt ihr diese ganze Nachbearbeitung eben in den Apps machen, sowohl für iOS als auch für Android oder eben am PC. Da nennt sich das Ganze Insta360 Studio, gibt es glaube ich für Windows-PC auf jeden Fall, da habe ich es benutzt, aber meiner Meinung nach gibt es das Ganze auch für Mac. Und auch nochmal als Plugin für Adobe Premiere, um da drin verschiedene Funktionen zu machen.
Beides ist möglich. Ich selber benutze es hier sogar, und das ist selten, dass ich das sage, aber hier benutze ich es sogar lieber in der App, weil da gibt es noch mehr interaktive Möglichkeiten. Also ich habe es euch ja vorhin schon mal gesagt, allein dadurch, dass ihr die Kamera dann einfach schwenken könnt und in die Richtung schauen wollt, wie ihr das Video nachher auch exportieren wollt. Damit könnt ihr so weiche Kameraaufnahmen und Kameraschwenks machen. Das ist wirklich der Wahnsinn, und auch das ganze Tracking und so weiter, das ist da so gut realisiert. Also ich habe selten eine so coole und gut designte App gesehen wie die Insta360 App, und damit macht es wirklich Spaß. Und ihr könnt es schon gleich von unterwegs machen oder eben abends auf dem Sofa und habt dabei noch eine Riesenfreude, was dabei dann für Funktionen rauskommen. Und dann gibt es eben, wie gesagt, nochmal diese Shot Labs. Da gibt es auch dann in der App direkt Anleitungen, was ihr tun müsst. Das Coole ist auch, ihr müsst eigentlich das Videomaterial wieder nur grob drehen, meistens mit dem 360-Grad-Modul, indem ihr das Ganze zum Beispiel auf diesen Tripod in der Mitte irgendwo hinstellt, und dann sagt die Anleitung, lauft in einem Abstand von 2 Metern 2 Kreise um die Kamera rum. Das macht ihr einfach erstmal die Aufnahmen. Oder ein anderes Beispiel, ihr nehmt das Ganze an Selfie-Stick und lauft damit 2 Minuten lang irgendwo rum. Hört sich erstmal unspektakulär an, aber dann importiert ihr das in das passende Template in der App, in den Shot Labs. Und dann macht euch das total coole Spezialeffekte draus. Zum Beispiel mit dieser im Kreislauf-Geschichte kommt dann das hier als Ergebnis raus. Und für die zweite Geschichte, die ich angesprochen hatte, da sollte ich, wie gesagt, 2 Minuten einfach nur durch den Wald laufen und am Selfie-Stick die Kamera neben mir halten. Und dann kam das hier als Ergebnis raus, indem dann in einem Art Zeitraffer das Ganze so aussieht, als würde ich, ohne Schritte zu tun, durch den Wald schweben. Man muss natürlich da ganz klar sagen, da geht es nicht darum, um 4K-Aufnahmen rauszukriegen, die wirklich dann kinoreif sind, sondern die sind dann meistens nur in Full HD, die Aufnahmen, und sind auch nicht zu 100% perfekt, aber einfach der Effekt und der Fun-Faktor, der dabei rauskommt und was man damit machen kann und auch in der Gruppe mit Family oder Freunden machen kann, das ist wirklich der Wahnsinn und auch wirklich lustig, was dann rauskommt, wie zum Beispiel hier. Und von diesen ganzen Templates und Möglichkeiten gibt es noch wirklich unzählig viele. Dann gibt es noch Bulletin, so eine Art Matrix-Effekt, in dem ihr das Ganze dann am Selfie-Stick über euch umherschleudert, und ihr könnt dann auch verschiedene Szenarien aus verschiedenen Orten zusammenschneiden. Es kommen wahnsinnig coole Aufnahmen raus und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Außerdem wirklich beeindruckend immer das ganze Zubehör, einmal von der Qualität her, eben auch hier diese Tripod-Geschichte, da kann man den Selfie-Stick dann oben nochmal seitlich auch dran schrauben, was eben dieses Schleudern und Pendeln für diese Spezialeffekte dann nochmal weiter ermöglicht. Den Frame hatte ich euch schon vorgestellt mit dem Schnellclip-Mechanismus. Neu soll jetzt auch sein, das habe ich noch nicht hier, das ist ein Quick-Kartenleser-Docking-Modul sozusagen. Den könnt ihr hier an der Seite einfach dran snappen. Der ist auch super klein und der saugt dann quasi alle Daten super schnell von der SD-Karte runter, sodass ihr die gar nicht rausmachen müsst oder gar nicht mit dem PC verbinden müsst, sondern das alles ganz schnell auf das Modul rüberladen könnt, die SD-Karte wieder frei ist und ihr direkt wieder weiter fortfahren könnt, um zum Beispiel die Daten im Feld, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, dann schon schnell von der Kamera runterzuholen. Wie gesagt, der Link, wo ihr das Ganze bestellen könnt zum besten Preis und in den kostengünstigsten Paketen und Zusammenstellungen, den packe ich euch unten nochmal in der YouTube-Beschreibung. Dort einfach drauf klicken, da findet ihr auch alle Preise und alle Kombi-Editions sozusagen, die es von dem Produkt und von den anderen Insta360-Produkten eigentlich gibt. Zusammenfassend bleibt zu sagen, es sind etliche neue Sachen dazugekommen. Die Qualität ist einfach noch besser geworden von der Performance her und was die Module können, Auflösung, Akkulaufzeit, Performance und so weiter und so fort. Ob es sich lohnt, von der One R auf die One RS umzusteigen, das könnt ihr nur selber entscheiden. Ihr könnt auch einfach nur einzelne neue Module, wie gesagt, dazu kaufen. Solltet ihr sowas aber überhaupt noch nicht haben, dann ist das wirklich ein unglaublicher Fun-Faktor. Ich kann es nur noch mal unterstreichen. Es hat den Riesenvorteil, ihr habt eine Action-Cam, so wie ihr sie kennt, die es von anderen Herstellern auch schon gibt. Aber ihr habt die Möglichkeit, das Ganze überall und jederzeit und auch im Urlaub direkt umzubauen zu einem einfach wahnsinnigen Spaßmodul mit dieser 360-Grad-Funktion.
Ihr könnt da nochmal viel coolere Aufnahmen machen, die mit einer normalen Kamera absolut unmöglich sind, teilweise auch mit einer Drohne absolut unmöglich sind, weil ihr nicht so nah und so permanent über euch schwebend fliegen könntet, sozusagen, wie ihr das mit der Kamera machen könnt. Und der Aha- und Wow-Effekt auch für Freunde, die die Aufnahmen sehen oder die mit dabei sind und die mitgestalten können, ist einfach wahnsinnig. Also das ist wirklich mal ein technisches Produkt, was quasi nicht Zwietracht sät, auch zwischen Männlein und Weiblein oder wie auch immer, Freund und Freundin im Urlaub, sondern da hat jeder wirklich einen Heidenspaß dran. Auch mit Kiddies, die haben da einen wahnsinnigen Fun, diese Sonderfunktionen auszuprobieren oder mit abzumarschieren, damit danach dann coole Aufnahmen rauskommen, die sie sich sofort anschauen können. Das ist das, was mich wirklich absolut begeistert an den Produkten und was mir jetzt hier auch wieder diesen Aha-Effekt gegeben hat, obwohl ich, wie gesagt, vorher gar nicht so begeistert war, hier einfach nur ein Produkt-Refresh drehen zu müssen, sollen, wollen. Und ich bin jetzt begeistert, dass ich es doch gemacht habe und einen wahnsinnig schönen Tag mit meiner Tochter im Wald quasi hatte. Und ich hoffe, wir konnten euch hier ein paar lustige Aufnahmen zusammenstellen in dem Zusammenhang. Ihr müsst selber entscheiden, ob das Ganze ein Produkt für euch ist oder nicht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und meiner Kleinen auch, euch das hier vorzubereiten. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann gerne abonnieren. Dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr gerne ein Like hinterlasst. Und dann bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.